So Leute, wir sind kurz vor der ersten Hordennacht. Mal gucken, ob alles soweit steht. Hunger habe ich ja immer wieder, immer noch. Ist ja nie anders. Das packe ich mir mal hier hin. Kaffee dahin, das dahin und das dahin. Das sind so die Sachen, die ich am Essen vielleicht noch gebrauchen könnte. Das vielleicht noch. Der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, ich sag mal so, 22 Uhr, Hornnacht geht los. Ich wünsche euch viel Spaß. Schauen wir mal, was das wird. Da kommen die Ersten. Ey, und sagt mir nicht, ihr kommt hier die Treppe rauf. So. Gucken wir mal, ob ich ein paar Punkte krieg. Das Feuer tut sein Restliches. Ne, tatsächlich, XP 1200 hat funktioniert. Andere Seite. Da sieht man nicht so viel. Die scheinen irgendwie diese Seite lieber zu haben. Warum auch immer. Bleibt doch mal stehen. Ich kann euch doch so gar nicht ins Visier nehmen. Die Menge hält sich jetzt auch noch ziemlich in Grenzen. Ich sehe jetzt hier auch noch keinen besonderen Zombie irgendwie. Gut, ist auch nur die erste, ne? Also, ganz ehrlich. Wahrscheinlich ist das nachher erst bei der x-ten Hordennacht. So. Tada! Also, wie ihr seht, das ist wirklich ein cooles Mittel, um großflächig Schaden zu machen, wie man da oben sieht in der Anzeige. Nö, die verbrennen ganz gut. Ich kriege XP-Punkte, die Level nebenbei ein bisschen hoch und gleichzeitig machen die mir hier nicht für umsonst meine Base kaputt. Und ja, auch wenn Molotovs ein bisschen was kosten, aber mein Gott. Ich sag mal so, gerade dann, wenn nachher richtig viele Zombies kommen, die nachher auch ein bisschen mehr XP haben als jetzt das, was die Standard-Zombies in dem Sinne haben. Das ist ja doch alles sehr überschaubar. Kann man sagen, macht man hier gute Schadenspunkte. Und manch einer rennt ja dann gerne auch nochmal mit zusätzlich mit rein. Also hier hat man. Guck, na, hat er sich nicht angesteckt von dem Feuer. Aber ich kriege hier auch noch. Klein. Einen Schuss noch. Ha! Auch geschafft. Da kommt der nächste. Auch noch ohne Fahrschein. Also warum auch immer mögen die irgendwie die Ecke da. Und sind wieder ein paar. Nebenbei kann man so auch noch mal seine Skillfähigkeit ein bisschen leveln. Ne? Bogenschießen und so. Wenn man jetzt richtig Munition hätte, könnte man die natürlich hier auch einfach gnadenlos abknallen. Aber habe ich leider noch nicht. Also muss ich sagen, gefällt mir so ganz gut. Wenn es so bleibt, dann kriegen wir die Hordennacht wohl rum. Genau, die nächste rennt mit rein, steckt sich noch mit an. So soll das sein. Kommt noch gleich einer. Komm, sei nicht so schüchtern da hinten. Genau, du auch noch. Na, scheitert ja nicht mehr. Oh, ein Klingelbeutelchen. Oh, habe ich den echt erwischt? Okay, aber nicht so, dass er tot ist. Hätte mich jetzt auch gewundert. Dann halt die nächste. Hoffen wir mal, dass der Klingelbeutel nachher noch da ist und ich das mit aufnehmen kann. Die Pfeile sind nachher eh weg, das weiß ich schon.
Die haut da einfach ab. Was ist mit dir, ey? Abhauen ist nicht. Komm. Schön wieder zurück hier. Volle Außenseiter. Zack. Genau. Geh in die Menge. Geh kaputt. Und bring mir XP. So muss das sein. Der ist ein bisschen hartnäckig da. Und die Gute ist auch irgendwie nicht tot zu kriegen, warum auch immer. Boah, echt jetzt? So ein Fitzel ist hier nur übergeblieben von dir. Ha! Seht ihr? Bögen und Armbrüste. Direkt gestiegen die Fähigkeit. So. Ein Mupsi Bo Pfeil habe ich hier noch. Jetzt kommen die Eisenpfeile. Jetzt wird es schon ein bisschen teurer. Aber haut auch gut rein, wie man sieht. So, 12:30. Ziemlich ruhig hier, würde ich sagen. Wo sind die Zombies? Das war's schon. Das ist ja ein bisschen... Naja. Wie viele habe ich denn jetzt? 384. Gut, jetzt habe ich vorher nicht geguckt, was ich hatte, aber... Ich wäre ja fast schon wieder gewillt, mal runterzugehen, aber man sieht ja, wie das enden kann, ne? Aber anscheinend habe ich wohl meine Zombies hier Zombieanzahl erreicht oder die haben sich hier irgendwo festgesteckt oder es kommen halt noch welche. Das kann natürlich auch sein. War jetzt nicht so verkehrt, muss ich mal sagen. War doch okay. Siehst du, die Klamotten muss ich nachher nochmal aufwerten. Hilf mir mal einer dran denken, dass ich die repariere, dass ich wenigstens wieder ein bisschen geschützt bin. Und vielleicht nicht gleich beim jedem Schlag irgendwie kaputtes Bein habe, einen gebrochenen Arm. Oder was auch immer. Ich würde sagen, gut gemeistert. Der ist doch, glaube ich, da, oder? Oh, guck mal, da ist noch einer. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Ist ja weit und breit keiner da. So. Sacken wir mal noch ein paar Pfeile ein. Naja. Mitzunehmen, ne? So, was ist jetzt hier? Oh nee, das wär's doch, oder? Ich häng jetzt hier fest. Das ist es ja wohl, ne? So, die können wir schon mal nicht mehr flöten gehen. Das habe ich jetzt großes Artiges bekommen. Eisenplatten, hier nochmal was zum Futtern. Einen primitiven Bogen, den kein Mensch braucht. Ja, können wir direkt mal zerlegen. Nochmal ein goldenen Ruti. Ja, ist okay. Munition. Kann man wohl alles mitnehmen. So, dann würde ich sagen, rüsten wir uns mal, was wir hier mitnehmen und nach Hause nehmen können. Das muss ja hier nicht bleiben, das ist ja Quatsch. Aber könnten wir eigentlich schon für die nächste Hordennacht ein paar Sachen hier lassen. So für den Fall der Fälle. Falls ich es beim nächsten Mal nicht rechtzeitig schaffen sollte, hat man nochmal was da.
kann auch noch mitgenommen werden. Den nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die können wir auch noch mal heil machen. Die war nämlich echt cool. So. Und dann lassen wir noch was zu trinken da. Hatte ich nicht Repair-Kits mitgenommen? Ja, habe ich. Wollte gerade sagen. Verbände lassen wir noch da. Ein Nähset lassen wir da. Und tatsächlich ein Honig würde ich gerne noch da lassen. So, und dann, ja. Hat sich das wohl. Können wir noch einen Punkt ausgeben oder so? Oh, 3 Punkte. Jetzt aber hier. Jetzt kann ich ja wohl Lucky Looter. Hauptsache der glückliche Sammler. Ja, komm. Den können wir. Dann können wir den. Und dann Ausdauer würde ich gerne. Ich glaube, das ist der, ne? T-Rex für Ausdauerregeneration. Das war doch mal eine coole Sache. Und ja, ziemlich easy, würde ich sagen. Ein paar Pfeile habe ich noch zurückgekriegt. 6 Stück. Die anderen, ja, mein Gott. Passiert halt. Aber ein paar habe ich wohl getötet und ein paar konnte ich besiegen. Also wie ihr seht, ist gar nicht so ein großes Hexenwerk. Die erste Hordennacht, also habt da jetzt nicht irgendwie Panik vor oder so. Mit der richtigen Strategie ist das alles easy. Natürlich muss man halt schauen, ne, je stärker die Zombies werden und je höher man natürlich auch im Level nach oben aufsteigt, desto schwieriger wird's und dann funktioniert das hier natürlich auch nicht mehr. Das heißt, da muss man dann perspektivisch sich was anderes überlegen. Aber ich denke, für die eine oder andere Hordennacht, die ich jetzt versuche noch zu spielen und euch zu zeigen, bevor das Update kommt und hiermit dann auch nicht mehr spielbar ist, der Mod, werde ich es erstmal bei der belassen, bevor ich da allzu viel Zeit investiere, um da jetzt noch eine Base zu bauen. Das kann man dann mit der neuen Alpha auspuppen. So, kurz vor Ende, kurz vor knapp. Eigentlich könnte ich jetzt schon runter, aber ich warte mal noch. Naja, es ist so wie beim Dach und dann krepiere ich hier doch noch, obwohl kein Zombie da ist. Ich falle hier runter, das wäre es ja wohl auch noch. Aber da habe ich schon mal einen doppelten Boden. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Oder die zerrocken jetzt hier irgendwo ein Haus und alle irgendwie stecken geblieben. Auch alles möglich. Das war's. Geschafft. Ich weiß, sowas ist langweilig, aber ich werde es trotzdem machen, weil ich das für die anderen Sachen nachher eh brauche. Ich fäll jetzt einfach mal stumpf und schnell einen Baum. 1 oder 2. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeug bei mir. Direkt wieder hingepflanzt und gut. Gleich 2 Samen gekriegt. Eigentlich wollte ich nur 1, aber hey. So, Nummer 1. Und dann machen wir, da ist schon einer. Dann haben wir hier Nummer 2. Ist auch nachgespawnt. Ho. Süße, direkt Honig bekommen. Und cool wäre es jetzt halt gewesen, noch ein Rezept oder sowas. Yeah! Wahrscheinlich nur eins, was ich lesen gerne würde. Das ist weniger cool, aber was soll's. Gucken wir mal, ob bei den anderen die Rezepte hier, die Briefkästen auch nachgespawnt sind. Tatsächlich. Dann holen wir uns die doch mal schnell.
Vielleicht kommen wir so schnell an Rezepte und müssen hier nicht großartig und wild noch rumlooten oder so. Ah, hier war nichts mehr. Da hab ich schon. Da muss man hoch. Aber das mache ich jetzt nicht. Also gehen wir mal nach oben. Machen unsere Klamotten heile. Das war doch cool und erfolgreich. So, und jetzt können wir noch mal gucken, was kann ich reparieren. So, unsere Klamotten wollten wir reparieren hier. Durchgängig. Das da und dies da noch. Und das da. Ich weiß noch nicht, ob das hier geht. Doch, geht. Guck mal, ist doch wesentlich günstiger, als hier so ein Repair-Kit zu nehmen. Ah, hier habe ich nicht die richtige Stufe. Okay. Eisenschrott, genau. Ist doch prima. Ja, vielleicht finde ich bis dahin was Neues, wenn ich gleich nochmal looten gehe. Habe ich die jetzt angezogen oder? Ja, habe ich. Okidoki, dann hatte ich hier noch etwas. Guck, auch super billig. Und dann war's das. Jetzt kann ich eigentlich eher gucken, ob ich hier die Pfanne gegen diese da austausche. Weil der Mod müsste ja eigentlich... Genau, die ist besser als die da. Aber ich hatte noch irgendwo eine Pfanne. Da. Jetzt gucken wir mal. 0,5. Die ist schlechter. Echt jetzt? Die ist echt schlechter. Krass. Die G-Pfanne ist schlechter als die H. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir die mal direkt, ne? Weil ich brauche ja keine schlechte Pfanne haben. Die verkaufen wir auch mit. Und die packen wir den mal rein. Dann ist nochmal wieder ein Ticken besser. Und ich kann ordentlich draufhauen mit Wumms. Ich packe ich da hin und die Bogen brauche ich eigentlich nicht. Das sieht doch ganz gut aus. Das benutzen wir nochmal. Da haben wir eh schon wieder ein leeres Glas. Und dann können wir uns wichtigeren Dingen widmen, nämlich unserer nächsten Quest. Genau. Habe ich eigentlich noch andere Questgeschichten, die ich hier machen muss? Grundlagen der Wissenschaft. Was muss ich denn? Benutze Forschungsstation. Habe ich doch schon. Habe ich nicht. Benutze Forschungsstation. Ah, okay. Naja, muss man nicht verstehen. Handwerks. Fertige oder finde und agiere mit einer Handwerkerstation. Habe ich eigentlich auch schon. Okay. Kriegt man halt auch noch mal ein paar Punkte für. Was willst du jetzt? Fertige Schmelzofen. Kriege ich gerade so hin. Ja, also im Grunde ist das das, was ich halt auch die ganze Zeit schon immer gemacht habe. Daran sieht hier der Weg, den ich gegangen bin, ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Schmiede habe ich auch. Ist nur schade, dass er das nicht automatisch erkennt. Finde mit einer Tischlerstation 2. Kreismenü Interaktionstaste und dann interagieren. Also öffnen, aufwerten. Wie ihr seht, brauche ich hier wieder bestimmte Sachen. Zimmermannsachs meine ich, kann ich herstellen. Nägel kann ich herstellen. Holzbrett kann ich herstellen. Forschungsdaten fehlen mir. Und ich brauche noch irgendeine Station. Tischler habe ich. Ballistik, die habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Chemiestation habe ich noch nicht. Schneiderstation auch noch nicht. Und Wiederverwertungsanlage auch noch nicht. Also ein paar Rezepte brauche ich wohl noch.
Von daher, wie ihr seht, es wird nicht langweilig. Nehmen wir uns einfach mal die nächste Quest vor und gucken mal, was uns erwartet. Dass wir das noch schaffen. Wo ist er? Wo ist er? Da. Ich hoffe, ich habe wieder nichts vergessen. Aber lief doch bisher eigentlich ganz gut. Hoffentlich finden wir was Cooles. Ausdauer hat sich immer noch nicht verbessert. Na, ist der Bus auch nachgespawnt? Gucken wir gleich mal. Ha! Das ist halt cool, wenn das irgendwann... Naja, der Inhalt war jetzt weniger cool, hat sich jetzt nicht so unbedingt gelohnt. Das dann tatsächlich schon eher, aber einen Schrottvorschlaghammer brauchen wir jetzt nicht. Was aber nicht schlimm ist, weil das Rezept können wir ja scrappen, weil wir ja eh viele, viele Forschungsdaten noch benötigen. Also finde ich das in dem Fall jetzt gar nicht mal so blöd. Das ist unser Haus. Ah, da stand ich auch schon mal vor. Wer will denn hier Hallo sagen? Hier sind einige. Ich habe jetzt gerade das Gefühl... Mal gucken. Tot. Jetzt aber. Da hinten war auf jeden Fall noch einer. Der ist leer. Guck. Hä, die war doch hier eben. Ich habe sie doch gesehen. Traust du dich nicht? Du weißt schon, was dir blüht, ne? Dein Verderben. Zack. Leg dich nicht mit mir an. Ruhe jetzt hier. Einmal nochmal rumgegangen. Schade. Wildschwein. Wildschwein, muss ich sagen, sind gefährlich, sind nicht schön, sind nicht angenehm.